Heute startet das erste Spiel für England bei der WM 2018 gegen Tunesien und wir starten natürlich auch mit unserer Reise beim United World Cup. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von United England. Heute, wie gesagt, der Start natürlich für England gegen Tunesien. Ihr könnt ja mal euren Tipp in die Kommentare schreiben, aber nicht nur das, nein, die Reise geht weiter und wir sind wirklich gut, ja, dabei, unser Team komplett, sage ich mal, aufzurüsten und natürlich komplett zu verstärken. Smasht auf jeden Fall gerne den Like-Button. Euer Support ist einfach mega hier bei diesen United World Cup-Folgen. Und das finde ich einfach, ja, wirklich so krass. Und muss da einfach nochmal Danke sagen. Und ja, wenn ihr jetzt hier natürlich mir gerne wieder ein Like gönnen möchtet, dann könnt ihr das Ganze gerne tun. Ich würde mich freuen, einfach jetzt hier auf den Daumen zu drücken. Das könnt ihr in einfach 2 Sekunden erledigen oder vielleicht 1 Sekunde. Ich habe keine Ahnung. Nein, Freunde, heute muss es natürlich Coins regnen, denn wir haben bisher in den jeweiligen Parts immer nur so 450.000 Coins verdient. Ich hoffe mal, dass wir uns steigern können. Vielleicht wird es heute aber auch so schwer, dass wir ja mit sehr, sehr wenig Coins oder beziehungsweise auch gar keine Coins vorangehen. Das wäre natürlich nicht so geil. Wir werden es sehen. 2 Upgrades stehen natürlich an und ich bin heute mega heiß drauf, diese United World Cup Folge erfolgreich zu bestreiten. Die dritte ist es ja jetzt. Freunde, ich brauche noch einmal euren krassen Support. 5000 Likes, über 5000 Likes haben wir mal wieder geschafft. Vielleicht packen wir nochmal die 5000 Likes. Das wäre einfach unnormal, wenn ihr mich, ja, sage ich mal, hier supportet. Aber ich weiß, dass ihr das sowieso macht und deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal einfach nur heftig. Und ich werde versuchen, natürlich eine heftige Episode heute hier rauszuhauen. Denn ihr wisst es alle, Sterling bisher, ja, noch nicht so zum Vorschein gekommen. Ich hoffe einfach mal, dass wir heute mal ein paar Tore mehr mit Sterling schießen werden. Wir haben heute natürlich auch 2 Upgrades, die das Ganze oder die ihn dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr unterstützen. Heute ja dann auch noch bei der Weltmeisterschaft gegen Tunesien. Ich bin gespannt. Ihr seht hier die Spiele, 14 Spiele, 15 Tore, 7 Torvorlagen. Natürlich die Stat-Proof-Methode gleich direkt am Anfang. Er sollte 16 Spiele am Ende haben und ja, dann kann ich gar nicht mehr viel reden um den heißen Brei. England, oh England, beschert mir heute hier ein Wunder und wir starten mit den Upgrades. Ihr konntet ja entscheiden zwischen Spieler Nummer 1 war der Team of the Year Harry Kane, Spieler Nummer 2 Team of the Season Jamie Vardy mit ordentlich Pace, der dritte Spieler Kyle Walker, der wohl beste Rechtsverteidiger im Spiel, Spieler Nummer 4 Rio Ferdinand, leider nur die 88er Karte, weil wir es haben uns einfach so ein paar Coins gefehlt, aber die 88er Ferdinand Karte und natürlich zu guter Letzt ein Mittelfeldmotor an N'Golo Kanté. Für welche Spieler habt ihr euch entschieden? Das werden wir jetzt sehen. Ihr habt euch zum einen natürlich entschieden, ganz klar, für den Stürmer, den wohl besten englischen Stürmer aller Zeiten oder in den letzten 20 Jahren. Lass mich lügen. Michael Owen war heftig, Alan Shearer war heftig, aber dieser Spieler, der ist jung, der ist hungrig, der hat Potenzial und heißt Team of the Year Harry Kane. Harry Kane wird heute hier natürlich unsere Mannschaft verstärken, der 96er Team of the Year. Ihr habt ihn euch ja alle gewünscht. Ich dachte wirklich, es wird ein bisschen spannender zwischen Vardy und Kane, aber ich glaube, über 60% haben sich für Harry entschieden und das heißt natürlich, er wird hier heute vorne eskalieren mit Sterling und Son, da bin ich mir sicher. Was für eine, ja, Offensive. Ihr seht hier auch nochmal seine Stats. 8 Spiele, 11 Tore, 7 Torvorlagen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sind da schon so viele Spiele? Jungs, ich bin auch noch, ja, bei einem anderen Turnier vertreten, ebenfalls mit England. Man mag es kaum glauben und das heißt, die Spiele sind da natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen höher, aber das sollte kein Problem sein. Er sollte dann am Ende auch 10 Spiele haben und ich muss sagen, ich habe hier schon mit ihm gezockt. Der Typ ist wirklich heftig. Kommt er zum Schuss, dann ist der Ball drin. Kommt er zum Schuss, dann ist der Ball im Tor. Und der Harry Kane, Jungs, der wird heute hier, denke ich, die Mannschaft ordentlich verstärken. Fresh, dass ihr euch für den Harry entschieden habt. Und ja, kann ich wirklich nicht meckern. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Innenverteidiger. Einen weiteren Innenverteidiger. Und da entscheide ich mich erstmal hier, Tuan Sebe zu behalten. Obwohl Onua oder Tuan Sebe. Und Onua hat vielleicht, ja, keine Ahnung, besseres Pace und so. Aber wir werden ihn jetzt austauschen, Freunde. Denn es wird Zeit für die
die erste und einzige englische Icon. Rio Ferdinand, die Manchester United Legende, 88 rated, der second Inform, wollte ich schon sagen, die second Icon, die zweite Icon von ihm, 88 rated, 80 Pace, 89 Defending und 82 Physis. Ihr seht es hier, wir haben noch kein Spiel mit ihm gezockt, weil wir auch die Prime-Version haben. Ich hätte natürlich gerne die Prime-Version reingestellt, die Coins haben dafür aber nicht gereicht, aber ich denke auch, dieser 88er Ferdinand, ich weiß nicht, ich glaube, ja, der wird sich jetzt hier auch nicht so schlecht schlagen. Wir müssen ihm noch den Shadow Chemistry Style geben. Das machen wir einfach mal live. Ich bin echt gespannt, wie wir heute die Spiele spielen werden, denn die Gegner werden natürlich auch von Mal zu Mal besser. Ja, je mehr Goldspieler wir dann natürlich im Team haben, desto schwieriger wird's. Und trotzdem muss ich sagen, sind wir hinten natürlich sehr, sehr safe und vorne richtig gut aufgestellt. Aber da gibt es natürlich noch einige Verbesserungsmöglichkeiten. Ich hoffe einfach mal, dass wir mit Raheem Sterling heute hier das ein oder andere Tor schießen können, damit wir ihn einfach mal wieder ein bisschen mehr in Szene setzen. Vielleicht gebe ich ihm auch nochmal den Hawk Chemistry Style, damit er direkt 99 Pace hat. Das muss ich nochmal überlegen. Was meint ihr? Schreibt ihr gerne euren Tipp rein. Auf jeden Fall fresher Upgrades, Harry Kane und auch Rio Ferdinand jetzt hier mit Kane, Sterling, Dele Alli und Co. Wir starten natürlich auch mit unserem ersten United-Spiel für diese Folge. Auf geht's! Wir hätten unseren Gegner gefunden, Nummer 1 der Gegner und, ah ja, das sind natürlich mal wieder so Spieler, das könnte jetzt gefährlich werden, einfach krasses BPL-Gold-Team und ja, da müssen wir echt Gas geben und natürlich versuchen hier das Bestmöglichste rauszuholen. Komm jetzt, Sterling. Sterling mit links und da ist das erste Tor, Raheem Sterling. So muss das wirklich jetzt weitergehen, weil wir wirklich wenig Tore mit Sterling bisher gemacht haben. Heißt, 50.000 Coins sind schon mal da. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er reingeht, aber wir haben Glück gehabt. Sterling richtig stark. Komm Raheem, das ist dein Tag heute. Ich weiß es. Sterling auf Kane und das Heung-Min Son. Nee, das ist Leonard. Dieser Silberspieler mit 86 Pace oder so ist eine Maschine. Richtige Maschine, dieser Typ. Komm jetzt, Loftus Cheek und Odubajo auf Kane. Und da ist Sterling. Sterling. Sterling macht das Ding nicht. Oh mein Gott, what the fuck, Alter. Oh, er drückt Pause. Ich weiß nicht, ob er aufgibt. Es wäre nicht so geil. Aber 150.000 Coins würden wir dann bekommen. Oder er stellt jetzt um und macht ernst. Okay, er stellt um. Jetzt weiß ich zwar nicht, was er gemacht hat, aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht leichter. Komm, ein Tor noch vor der Pause. Komm, Kane. Jetzt. Jetzt. Wo ist Kane, Digga? Kane. Auf Brian. Brian. Flanke auf Sterling. Oh, Dele Alli. Yes. Alter, wie hat der den denn abgenommen? Und ich weiß nicht, Dele Alli oder Dele Alli? Boah, Alter, meine Aussprache, komplette Katastrophe. Halbzeitstand 3-0. Ich muss sagen, so schlecht spielt der gar nicht, auch wenn er bisher noch keinen richtigen Schuss aufs Tor bekommen hat. Wir sind relativ eiskalt. Sterling muss jetzt aber noch ein paar Dinger machen. Komm jetzt, Kane. Harry. Harry, 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 Harry. Harry. Harry Kane. Ja, yeah, Mann, der läuft einfach durch, Freunde. Der hat so einen mächtigen, strammen Körper. Okay. No homo. Aber Kane, 4-0. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Also mein Internet kann es nicht sein. Und es ist seine Verbindung, Freunde. Und das heißt Rage Quit, beziehungsweise, ja, Abbruch. Ich würde sagen, das hat uns wirklich nochmal ordentlich Coins eingespielt. Klar, wir hätten am Ende vielleicht sogar noch ein paar mehr Tore geschossen, aber ich bin zufrieden. Leider Sterling wieder nur ein Tor. 67. Minute Abbruch. 240.000 Coins haben wir also jetzt im ersten Spiel geholt. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Ja, wirklich, ich weiß nicht, vielleicht hat er sogar einfach das Internet ausgemacht oder so. Es kann sein, ich bin mir nicht sicher. Am Ende ist es halt einfach gut für uns und ich hoffe Sterling, Junge, Raheem, Alter, ich weiß, du kannst das. Dass er jetzt im zweiten Spiel vielleicht noch ein paar mehr Tore schießt. Nochmal ein paar mehr dicke Upgrades. Das wäre auf jeden Fall fresh. Aber wir schauen einfach mal. Und dann würde ich sagen, ja, 50.000 Coins natürlich plus
weil Sterling das Tor geschossen hat. Drei Spieler haben so getroffen, sind 90.000, 140.000 plus die 100.000 Euro Rage Quit macht 240.000. Und jetzt geht's weiter mit Spiel Nummer 2. Es sieht gut aus. Weiter geht's. Gegner Nummer 2 ist gefunden und ich denke mal, ja, das wird nicht einfacher. Jungs, das wird nicht einfacher oder vielleicht doch, denn wir spielen gegen ein Dänemark-Squad. Ja, Dänemark hat ja gewonnen bei der WM. Eriksen, heftiger Spieler, aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbarer als der erste Gegner. Da mussten wir schon mehr sweaten. Ich will aber hier trotzdem nicht überheblich sein. Jetzt Sterling, wollten wir gerade anspielen, aber da ist er jetzt und da macht er das 1-0, es geht doch, Freunde, es geht doch mit Sterling, komm Sterling, sieht Ali, nochmal abstoppen und das war ein Foul, okay, komm, Sterling, yes, Mann, das läuft. Zweites Tor von Sterling. Jetzt einfach ein bisschen mehr über ihn spielen und dann läuft das. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich und Stockdale mit der Mega-Parade. Oh mein Gott, Alter. Kopfbälle sind wir echt richtig anfällig noch. Komm. Leonard mit Sterling. Und jetzt Kane auf Sterling. Oh. Mit links kann er das nicht so gut. Und jetzt, was macht Sterling da? Boah, Hacke zu Hacke. Und jetzt Harry Kane auf Sterling. Und da ist das 3-0. Dreierpack, Hattrick. Sterling is on fire. Er ist on fire. So muss das und so schmeckt das. Okay, Halbzeitstand 3-0. Das geht auch wieder natürlich, ja, schon in Ordnung. Aber wir hatten auch einmal riesig Glück, dass wir Stockdale im Kasten haben, der wirklich sehr gut gehalten hat. Komm, Son auf Harry Kane. Kane ist auch so mächtig, ne, der Typ. Jetzt auf Son und Son. Und schmeichel mit der größten Parade, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ellie und Kane jetzt aber. Und da ist das 4-0. Harry macht seinen Fehler gut, obwohl er eigentlich, ja, der war doch drin, Alter. Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung, was Schmeichel da gerade für Substanzen in sich hatte. Jetzt, zack. Sterling. Der hat heute einen guten Tag, Freunde. Der hat heute einen sehr guten Tag. Und Son genauso 5-0. Oh mein Gott. Also wirklich Kopfbälle, ne? Freunde, der war doch schon so gut wie drin, muss ich jetzt sagen. Der hätte schon safe ein Tor verdient, mindestens. Ja, okay, ein Tor, aber mehr auch nicht. Oh mein Gott, und da ist das 5-1. Ja, er merkt es jetzt selber, dass die Kopfbälle funktionieren. Komm, Kane. Den muss er machen. Ja, Harry macht das 6-1. Wir müssen unseren Fehler gut machen und jetzt vielleicht sogar noch ein paar Tore mit Sterling wären noch besser. Und das war's, 6-1. Ein bisschen ärgerlich, dass er ein Tor geschossen hat, aber drei Tore von Sterling, das war schon sehr, sehr stark. Ja, das war schon wirklich gut und der Gegner war auch nicht schlecht. Klar, am Ende, ja, hat er dann auch ein Tor verdient, sagen wir es mal so. 3 mal 50.000 sind 150.000 plus die drei anderen Tore sind 90.000, sind 240.000, genauso wie im ersten Spiel. Ich muss sagen, es lief sehr, sehr gut und bei Sterling lief es heute auch. Mal schauen, ob es heute genauso der Fall sein wird, dann sage ich mal, wenn England gegen Tunesien spielt. Ihr seht es hier, 16 Spiele, also am Anfang hatten wir 14, 19 Tore, 9 Torvorlagen und ich zeige euch dann auch nochmal die neuen Spieler. Kane hat jetzt 10 Spiele und auch der Rio müsste jetzt 2 haben. Da ist er, der hat auch 2 und ja, jetzt ist natürlich die Frage da, welche Spieler suchen wir uns aus? Und welche Spieler oder für welchen Spieler werdet ihr euch jetzt entscheiden? Ja, Jungs, jetzt geht es los. Es ist Zahltag, beziehungsweise es ist der Draft-Auslosungstag.
Welche Spieler wollt ihr sehen oder welchen Spieler möchtet ihr unbedingt in unserem Team haben? Ich habe mich jetzt mal entschieden, den Torwart und auch die Innenverteidigerposition abzuschließen, damit wir hinten schon mal mehr gesichert sind als mit irgendwelchen Silberspielern, weil es natürlich jetzt wirklich immer schwerer und heißer wird. Und ja, deshalb habe ich mich entschieden für vielleicht Spieler Nummer 1, Cesar Azpilicueta, Team of the Season. Spieler Nummer 2, Sergio Ramos, Team of the Season. Den wohl besten Verteidiger im Game. Wäre natürlich schon eine Macht. Azpilicueta ist aber auch sehr, sehr stark. Dann haben wir auf der Torhüterposition einmal Marc-André Ter Stegen, 94 rated. David De Gea in Form, 92. Und Thibaut Courtois, Team of the Season. Je nachdem, für welchen Spieler ihr euch entscheidet, wen sollen wir spielen, welchen Spieler wollt ihr unbedingt sehen, klickt auf jeden Fall auf das i. Die 450.000 Coins sollten eigentlich reichen. Ich habe einen kurzen kleinen Fehler gehabt. Ich dachte erst, wir hatten 480.000, aber die 30.000 wegen dem Gegentor müssen wir natürlich nochmal abziehen. Jungs, jetzt seid ihr gefragt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Smasht auf jeden Fall den Like-Button, um mich zu supporten. Korrekte Sache, danke. Und jetzt stimmt ab, welchen Spieler ihr sehen möchtet. Macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.